Morgen. Warte, so tief ich kann, mit dem Parkhaus. Morgen. 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 Wir haben jetzt was gegessen. Hier sind wir noch schläfriger als vorher. Und weil wir aus dem Hotel geekelt wurden und Bergmann noch nicht wach ist, sind wir jetzt generell einfach nur noch müde. Wir haben jetzt vor, so mega spontan einfach mal erstmal in der Hobbit zu gehen. Vorzugsweise einfach nur, damit wir in Überlänge ein bisschen schlafen können. aber ja, keine Ahnung. Also großartig was geplant. Ey, ich weiß es nicht, bei aller Liebe. So, aber ich nehme euch ja mit durch meinen Tag. So, ne? Habe ich viel versprochen und nichts davon gehalten. Aber ist ja normal, ey. Hier erstmal eine Kühlung ziehen, ja. Dankeschön. Und dann, keine Kühlung mehr? Ja. Nein. Jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Yay, yeah, ich habe auch eine Karte. Ich fühle mich wie ein Erwachsener. Ne, die eine, die geht zu Fuß. Dem Ding vertraue ich nicht hier. Das ist so ein Ding, da stirbst du drin, weißt du? Das ist ein Aufzug, da stirbst du drin. Okay, wir hätten einen Aufzug nehmen sollen, das ist echt anstrengend gerade. Viel zu müde für irgendwas. Was passiert, wenn ich auf den roten Knopf drücke? Ich dachte gerade, die Tür geht zu, ey. Ich hatte richtig. Ja. Das war der Türeffekt, die ist nicht nur defekt, das war der Türeffekt, ey. Der Butterfly-Effekt, ich sag's dir. Wofür sind die eigentlich da? Hat das irgendwie Sinn? Also willkommen bei den Parkhaus-Vlogs, wo irgendein merkwürdiger Mensch mit einer Kamera durch ein Parkhaus läuft. Alter, ich kann nicht gerade laufen, das ist richtig tragisch, richtig tragische Geschichte. Ich lebe jetzt auch im Schlaf. Gute Nacht. Nimmst du schon auf? Du nimmst auf. So, von dem Schutz der ewigen Parkhäuser, das habe ich euch jetzt gerade mal erspart, ins Auto. Ja, heute ist nicht so viel passiert, aber das liegt daran, dass wir alle irgendwie zusammen extremst fertig sind. Und mein Bruder und ich, wir waren jetzt gerade noch in den neuen Hobbit-Teil. Wie fandst du's? Ganz okay, besser als der erste, wie gesagt. Besser als der erste? Ja, okay. Also da hatten wir gerade schon kurz, ne? Kurz mal ausgetauscht hier. Also besser als der erste, in jedem Fall. Aber ich fand den immer noch nicht so spannend. Also es ist einfach so, dieser Drache hat mich so angepisst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so irritierend fandet, dass dieser Drache auf einmal durchgeredet hat und der größte Poet auf Erden war. Warum auch immer, ey. Das ist mir mega, mega gegen den Strich gegangen irgendwie. Ich saß da so und ich so, nee, der Drache darf nicht reden. Wir sehen uns jetzt auch noch ein Stückchen Heimat und brechen jetzt gerade so den Heimweg an, fahren wieder nach Gladbach und dann bin ich ja auch bald wieder so unitechnisch involviert und muss dann auch noch mal ein bisschen rumdüsen. Von daher, ich hoffe, euch hat das Wochenende gefallen. Ich hoffe, euch haben die Vlogs so ein bisschen gefallen. Ne? So ein kleines Däumchen gegeben. Ich weiß, dass der gestern höchstwahrscheinlich ja ein bisschen sehr viel später kam oder keine Ahnung, wann er jetzt im Endeffekt rauskam. Ich hab's ja dann gesehen, weil das war ja das Video von dem hier. Heute ist leider nicht so viel passiert. Ich guck mal, ob ich noch so ein bisschen Szeneria jetzt aus dem Auto filme mit schöner Musik unterlegt. Mit die Leute, die vielleicht auch noch nicht in Hamburg waren, falls wir noch was Schönes sehen sollten, auch ein bisschen noch Eindrücke mitnehmen können. Dann ist es ja auch immer ganz schön. Aber bis dahin sage ich tschüss. Morgen geht der normale Betrieb ein bisschen weiter. Und dann gibt es ja noch dieses eine komische Special. Das Special-Ding, weißt du? Da müsst ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen ganz normal wieder. Und hoffentlich mal ein bisschen ausgeschlafen und fitter. Schönen Tag, Mittag oder Abend noch. Waffel out. So langsam bei einer großen Fastfood-Kette. Bei einer großen amerikanischen Fastfood-Kette. Bei der größten amerikanischen Fastfood-Kette. Wir bestellen jetzt eine Kamera. Da verblinkt so ein fettes rotes Licht und mein Bruder bestellt was. Und wenn die dann kommen, mache ich nur so.